So, wunderbar. Das läuft doch wie am Schnürchen hier. Ich habe zwar keine Ahnung, wie lange wir jetzt schon wieder aufnehmen, aber es kommt mir noch nicht so lang vor zumindest. Okay, Gemini Sigma habe ich gesagt. Ne? Gemini Sigma müsste irgendwo hier sein. Genau. So, da haben wir Ming. Ach, hier drüben. Mahnsystem. Okay. Sieht aber aus, als ob es zwei verschiedene Cluster wären. Na gut. Mal kurz was trinken nebenbei. Ja, sehr schön. Arabischer Gewürztee. Ein Traum. So, Batatanlis. Können wir wieder erkunden. Das heißt, wir waren hier wirklich noch nicht. Ein Beryllium-Vorkommen wird eingesackt. Auf Farkrotu gibt es nichts. Wo haben wir hier den nächsten? Hier. Huningto. Klingt auf jeden Fall ungesund. So, dann gehen wir erstmal nach ganz innen, nach Paravin. Den können wir nämlich erkunden. Eine Matriarchin Schrift gefunden. Beim Scannen von Paravin haben sie eine unbemannte Station im geosynchronen Orbit gefunden. Ihr Bergungsteam konnte zwar keine Hinweise auf die Herkunft der Station finden, fand aber eine der Schriften der Matriarchin Dilinaga an Bord. Okay, und wir begeben uns nach Mavigon oder Mavigon, keine Ahnung, wo es sehr finster aussieht und sehr kalt. Ist eine tolle Mischung. Und sehr stürmisch noch dazu. Nein, hier möchte ich nicht wohnen. Gut, wir schauen mal kurz. Hier gibt es auch nicht viel. Einmal Trümmer und einmal ein Syndikatversteck. Also zuerst zu den Trümmern hin. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht, dass sie nicht so viel ist, weil es eben doch ziemlich viel Zeit kostet, hier mal so durch die Gegend zu gurken mit dem Marco. Ist halt relativ aufwendig. Deswegen haben sie es halt auch in den Teilen danach dann verschwinden lassen, die Geschichte mit den Marco-Expeditionen. Ich glaube, der steht im zweiten Teil noch in der unteren Ebene des Schiffes rum. Also dort haben wir dann einen richtigen Aufzug, wow, mit mehreren Etagen. Und ich glaube, auf der unteren Ebene, wo die Ladebucht ist, dort steht dann auch wirklich der Marco rum. Man benutzt ihn aber halt nicht mehr, zumindest nicht selbst. Also ich glaube, der kommt mal mit vor in irgendeinem Video oder so. Ansonsten spielt er aber rein gar keine Rolle mehr. Gut, schön, dass hier so eine große freie Eisfläche ist. Das sieht eigentlich fast nach einem Gebiet für einen Dreschschlund aus, muss ich sagen. Aber sagen wir das mal nicht zu laut, sonst fühlt sich hier noch einer veranlasst vorbeizuschauen. Muss ja nicht sein. Vor Dreschschlunden habe ich wirklich ein bisschen Respekt. Denn auch wenn das in dem Let's Play nicht mit aufgenommen wurde, aber abseits der Aufnahme, als ich hier rumgefahren bin mal, da bin ich auch einem begegnet, der mich mal umgebracht hat. Und zwar mit einem Schlag. Das war nicht so schön. So, kurz das Zeug eingesammelt. Und wenn es weiter nichts ist, dann geht es weiter zum Syndikatversteck. Nach Osten, wenn ich mich nicht irre. Ja, sogar exakt nach Osten. Gut. Einmal über freies Feld. Und dann hoffen wir einfach mal, dass die... Ja, Piraten sind es ja nicht. Die Gangster dort nicht zu zahlreich sind. Wäre ganz schön zumindest. Blöderweise kann man das Quest dann halt nur nicht abgeben, falls wir es abgeben müssen, ne? Was ich aber bald vermute. Weil wir eben nicht auf die Citadel zurück können. Ich weiß aber auch nicht, ob wir das schon vorher hätten annehmen können, das Quest. Vermutlich schon. Vermutlich schon. Ich hab's halt nur verkackt. So, natürlich ist es mal wieder auf dem einzigen Berg in der ganzen Umgebung. Auf dem einsamen Berge, weit im Osten des Landes. Nennen wir ihn spaßeshalber mal Erebor. Gut, hoffen wir, dass es kein Drache ist, der hier oben lauert. Gut, was haben wir denn da? Allianzturm, okay. Ja, stimmt, ist ja... Ach nee, ist gar keine Stopper-Einrichtung. Wir sind ja bei den... Ich bring gerade alles durcheinander. Stimmt, wir sind ja bei den Bösies eigentlich. Also, Cerberus ist ja auch nicht nett. Aber wir sind ja bei den Gangstern. Da frage ich mich aber, warum die Allianztürme haben. Man weiß es nicht so genau. So, Eingang ist hier. Nehmt mal eure Normandie-Kreuze weg hier. Gut.
Und rein in die Hütte. Okay, was haben wir denn hier? Ich hätte erstens mal damit gerechnet, dass wir hier nicht so eine Station haben, sondern die andere Form von Stationen, also so ein Haus. Und zweitens hätte ich irgendwie mit mehr Gegnern gerechnet, wenn ich mir das so anschaue da unten. Aber wer weiß. Wer weiß, was es für welche sind, ne? So, ich gehe mal hier in Deckung. Natürlich ein Kroganer. Ah. Es muss ein Kroganer sein. So, der Turianer ist schon mal weg. Okay. Die Kroganer halten wieder extrem viel aus. Oh, das ist nicht so schön. So, haben wir denn vielleicht irgendwas, was wir benutzen können? Was haben wir denn hier drüben? Ah, ich habe ja, stimmt, ich habe ja die zwei Techniker mit. Das ist ein bisschen ungünstig. Wir machen mal hier Hacken. Keine Ahnung, ob das was bringt. So. Der Söldner heilt sich gerade, was nicht so schön ist. Also einfach nochmal draufhacken, solange er am Boden liegt. So. Das war's für ihmchen. Gut, und noch einer. Ja, halt drauf, Tali. Ich kann noch nicht wieder. Gut. Alles klar. Dich mache ich fertig. Ich zweifle dran. Wow. Was? Scheiß Biotiker. So. Das war's für den Boss. Der hat sein Ende gefunden und wir kümmern uns noch um den letzten Kroganer hier. Ist gar keiner. Und den letzten Kroganer, der ein Turianer ist. Gangsterboss eliminiert. Helena hatte recht. Diese Typen waren in üble Geschäfte verstrickt. Aber das wird sich alles ändern. Das war einer. Fehlt noch einer. Ah, das war einer. Fehlt noch einer. Trifft es vielleicht besser von der Betonung, hä? So, wir schauen aber trotzdem nochmal ganz kurz hier hinten mit nach. Vielleicht gibt es ja hier irgendwelche tollen Schätze, die die gehortet haben. Und danach werden wir uns dann aufmachen ins Hades Gamma Cluster, um dort auch den zweiten Gangsterboss noch zu holen. Okay, sieht etwas karg aus, muss ich zugeben. Oh, sind wir schon mal wieder an der Grenze. Ach, da werden wir wohl bald mal wieder verkaufen müssen. Na gut, was soll's. Warum nicht? So. Alles eingesammelt. Und da mache ich mal eine ganz kurze Unterbrechung der Aufnahme und wir sehen uns dann im Hades Gamma Cluster wieder, denn ich werde jetzt hier noch kurz den Raum checken, dann werde ich kurz verkaufen gehen und dann rüberreisen. Da müsst ihr das jetzt nicht alles mitmachen. Also, bis gleich. So, wir sind im Hades Gamma Cluster, genauer gesagt im Dis-System. Und ich habe gerade festgestellt, das Hades Gamma Cluster hat mittlerweile 5 Sonnensysteme, in die wir fliegen können. Wahnsinn! So, und da schauen wir uns mal ein bisschen um, was wir denn hier so finden können. Hier haben wir ein Titanvorkommen auf einem entlegenen Mond, wunderschön. Hier unten haben wir rein gar nichts, okay. Gut, dann hier der dritte, der Glänzer, das ist bestimmt der, auf den wir fliegen können, oder? Genau, hier werden wir also jetzt den zweiten Gangsterboss finden, den wir gleich platt, gleich platt machen können. Ja, harte und weiche Konsonanten, ein Traum. So, ein metallhaltiger Asteroid ist auch noch mit dabei, ein Lithium-Vorkommen, wunderschön. Da können wir die Leichtmetallvorkommen bestimmt auch bald abhaken, denke ich mal. So, nochmal kurz hier geschaut, auf Reicher. Turianische Insignien gefunden. Beim Scannen des Planeten Reicher haben sie ein altes, unbemanntes Shuttle-Schiff gefunden. Ihr Bergungsteam entdeckte an Bord des Shuttles eine große Menge turianischer Produkte, die alle mit den Insignien der Trident-Kolonie gekennzeichnet waren. Okay, damit haben wir das alles abgearbeitet und können uns nach Glänzerhall begeben, wo wir nun noch den zweiten Gangsterboss fertig machen werden. Danach bleibt nur noch Cerberus, glaube ich. Und dann kann es auch noch Eidos gehen. Mal wieder ein Eisplanet. Ich weiß nicht, was diese Gangsterbosse immer mit ihren Eisplaneten haben. Na gut. Wieder ab vom Schuss abgesetzt worden hier. Unglaublich. Okay, ist das Syndikatversteck? Anomalie? Was haben wir noch? Das ist nochmal hier. Abgestürzte Rettungskapsel. Okay.
und Trümmer. Okay, dann machen wir heute mal zuerst das Syndikatversteck, weil es einfach mit auf dem Weg liegt. Wenigstens ist hier besseres Wetter, muss ich mal so sagen. Ne? Hier ist es immerhin so ein bisschen sonnig und es stürmt einem nicht ganz so um die Ohren wie auf dem Planeten davor. Das war doch ein bisschen nervig, muss ich zugeben. Und momentan sieht es noch relativ unzuklüftig aus, wobei hier vorne, glaube ich, oh ja, hier kommen die Klüfte erst noch. Es ist doch zerklüfteter, als ich dachte. Schade. Aber gut, das war's. Wer kann denn drum rumfahren, das ist das Gute. Und die paar kleinen Hügelchen, die es dann hier drin gibt, die können wir dann doch auch mitnehmen. Mal wieder eine blaue Sonne. Passt gut zu der bläulichen Reflexion des Eises auch. Oh, das ist nicht so gut. So. Man sollte nicht auf dem Vorkommen parken, das man erkunden möchte. Das ist dann doch in der Regel etwas ungünstig. So, noch das Platin-Vorkommen eingesackt. Und dann klatschen wir mal die beiden Türme weg, die hier nebenan stehen. Wenn es die Türme sind, aber ich nehme mal... Oh nein, es sind keine Türme. Es sind Menschen. Menschen! So, kommen wir gleich von hier oben. Das ist eine ganz gute Position, denke ich. So, da war es noch einer. Den holen wir uns aus der Nähe. Ein Scharfschütze. Der traut sich was. Oder traut sich was. So, einmal drüber. Und dann schauen wir mal rein in den Stollen. Haben wir auch schon lange nicht mehr gehabt, so eine Stollenform, ne? Schön, schön. Ein wenig Abwechslung zumindest. Na gut. Schon mal die Waffe gezogen. Wobei ich sagen muss, die Kämpfe in den Stollen mag ich nicht so unbedingt, weil die von der Umgebung her nicht so schön sind. Da wird man halt doch schnell eingekreist. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu weit vorstößt. Das kann einem bei den anderen natürlich auch passieren, aber ich finde, hier neigt man doch dazu, weiter reinzurennen, obwohl man es nicht sollte. Oh. Warte mal. Erstmal, ist das hier der Rückruf? Wo steht denn das? Ach, da oben. Bewegen? Ne, bewegen will ich nicht. Sammeln? Sammeln. So. Da wollen wir erstmal unsere Kollegen wieder ran. Und machen das mal ein bisschen entspannter aus der Entfernung hier. Hätten aber auch ein bisschen mehr aus, habe ich das Gefühl, oder? Kommt mir das nur so vor? Naja, gut. Vielleicht kommt es mir auch nur so vor. Okay. Lässt sich eigentlich ganz gut aus der Ferne regeln hier, der Kampf. Ja, hier brauchst du dich nicht anlehnen. Und da war es nur noch... Ah ne, drüben rechts ist auch da einer, sehe ich gerade. Da war es doch nicht nur einer. Jetzt aber. Nein, zwei. Verstecken sich hinter dem Container. Ich hoffe mal, es sind keine Kroganer. Ach, die Scharfschützen. Natürlich. So, ihr macht das schon, ihr macht das schon. Hoffe ich doch, oder? Na gut, dann helfe ich mal doch ein bisschen nach. Das war der Gangsterboss. Okay, zweiter Gangsterboss eliminiert. Jetzt sind beide ausgeschaltet. Helena Blake wird sicherlich sehr erfreut sein zu hören, dass diese beiden Subjekte kein Problem mehr darstellen. Gucken wir mal nach, ob das noch mit drin steht. Ja, wir müssten jetzt also wieder zurückgehen. Ach nee, begeben Sie sich zum Pferdekopfnebel im Fortuna-System und nehmen Sie dort Ihre Belohnung von Helena Blake entgegen. Oh, ich glaube, wir sollen dort auch eliminiert werden. Na sowas, Pferdekopfnebel also. Ja, ich würde sagen, wir machen dann erstmal hier oben die eroberte Basis mit den Biotikern, weil das gleich hier mit dem Hades Gamma ist. Und danach auf in den Pferdekopfnebel. Na gut, dürfen wir die Helena also auch noch wegklatschen höchstwahrscheinlich. Hier steckt noch der Bohrkopf drin, na sowas. Wer hat den denn stecken lassen? Gucken wir mal zumindest auf der anderen Seite nach, der scheint ja schon fertig gebohrt worden zu sein. Und da haben wir wenigstens noch ein paar Spinde, die wir mit leer räumen können.
So, einmal her mit dem ganzen... Das war dumm. Einmal her mit dem ganzen Kladderadatsch. Wir haben ja jetzt wieder ordentlich Platz. Ich habe mal so gut wie alles verkauft, was ich jetzt nicht gebrauchen konnte. Und jetzt besitzen wir 5 Millionen Credits, was natürlich völlig unnötig ist, weil wir können es eh nicht mehr wirklich verbraten. Aber gut. 5 Millionen Credits haben oder nicht haben, ne, dann lieber haben. Vielleicht begegnet er mir doch nochmal irgendeine Ecke, wo man was ausgeben kann. Der mobile Händler auf der Normandy jedenfalls hatte nichts mehr von Bedeutung für uns. Also da war nichts mehr, was man irgendwie benutzen konnte. Übrigens haben Garrus und Tali, man kann es hier sehen, auch neue Rüstungen bekommen. Die sind jetzt ein bisschen besser ausgestattet als vorher. Lustigerweise bei Garrus, der ja mittelschwere und leichte tragen kann, ist die beste Rüstung, die ich hatte, eine leichte. Tali kann sowieso bloß leichte Rüstungen tragen, aber auch da gab es noch eine, die besser war als die, die ich hier vorher angelegt hatte. Gut, hat sich das Problem hier schon wieder erledigt. Wir schauen trotzdem noch nach, was es bei den ganzen Häuserchen drumherum gibt. Vielleicht finden wir ja noch irgendwelche Matriarchenschriften oder sowas, keine Ahnung. Können wir eigentlich nochmal schauen. Bei den Mineralien. Schwermetalle, Leichtmetalle sind voll. Wir bräuchten nur noch seltene Erdelemente und Gase sind 10 von 6. Hä? Verstehe ich nicht. Also eigentlich nur seltene Erdelemente, so wie es aussieht. Und hier noch Liga-Medaillons und Salarianer-ID-Tags. Gut, ich glaube, die werden wir nicht mehr zusammenkriegen. Ist letztendlich auch egal. Wir brauchen den ganzen Kram nicht. Ich finde aber auch interessant, dass man Massen an Material... Ich dachte, da schießt jemand. Dass man Massen an Materialien-Schriften findet. Genauso wie proteanische Datendisks, obwohl wir die schon längst voll haben, die Quests. Na gut, was soll's. Schauen wir noch kurz da drüben nach. Ist ja zum Glück alles beieinander. Das heißt, das geht relativ fix jetzt hier. Ist ja auch nichts Besonderes. Wir haben ein paar Trümmer, wie es scheint, und eine Sonde. Wird kurz abgegrast, das Zeug mitgenommen und dann ist auch... Gibt es ja überhaupt was? Und dann ist auch gut, hier gibt es gar nichts. Warum wird das Ding mir überhaupt angezeigt? Skandal! Na gut. Dann also den Berg hoch. Hier drüben noch kurz geplündert. Beweg dich. Oh, nicht gerade draufstellen, Mensch. Das ist eine Leiche. Muss ja nicht sein. Okay, finden wir zumindest noch ein ID-Tag oder so eine Salarianer-Medaille. Medaillon. Okay, dieser tote Reisende trug ein Medaillon des Salarianer-Ordens bei sich. Wo er es gefunden hatte und was er eigentlich damit vorhatte, bleibt ein Rätsel. Er ist ein Salarianer. Vielleicht hat er zu dem Salarianer-Orden gehört. Ich weiß es ja nicht. Diese Kommentare immer, woher es kam und wo es hin wollte, man weiß es nicht so genau. Es interessiert am Ende auch gar nicht. Wir sammeln doch nur. Wir können froh sein, dass es da ist. So. Und noch kurz zu den Trümmern runter. Dann hat sich die Sache ja auch erledigt. Fertig, der Lack. Können wir uns noch kurz um das Problem mit Cerberus kümmern. Ne, Cerberus? Was war denn das? Ich hab schon wieder vergessen, was hier im Pferdekopfnebel mit war. Natürlich eine Sonde, wer hätte das erwartet? So, diesmal aber auch hoffentlich zum Bergen. Ja, dankeschön. Gut, oh, wer hat denn das hier zusammengestellt? Das sieht ja schrecklich aus. Na gut, das war's. Medi-Exoskelett 9 klingt eigentlich schön, muss ich sagen. Nee, geh mal weg hier. Geh mal weg, Garrus. Geh da rein. Und dann zurück zu Normandy. Gut, haben wir das auch abgearbeitet. Wir schauen nochmal kurz bei den Aufträgen. Eroberte Basis. Ach ja, die Biotika. Das habe ich schon wieder vergessen. Wo sind die denn? Im Kakus-System. Auf Chohe im Kakus-System. Gut, dann gehen wir mal ins Kakus-System. Und machen den Planeten Joe auch noch klar. Kakus war hier drüben, ne? Nee. Hier. Gut. Auf nach Kakus. Ich trinke dabei was. Ja, sehr gut. So. Zayarter hat etwas für uns. Nämlich ein Vorkommen mit Quecksilber. Brauchen wir nicht mehr. Ist ein Schwermetall. Na gut. Joe, das ist der, auf dem wir gleich landen können. Der sieht aus. Naja, gut. Wir sammeln aber noch ganz kurz alles ein, was wir hier auf dem
in dem Sonnensystem finden können. Wie immer eben. Vielleicht kriegen wir ja die Salarianer ID-Tags und Orden doch noch voll. Ich weiß es nicht. Hier gibt es erstmal rein gar nichts. Also allzu ertragreich ist das Erkunden hier nicht so unbedingt. Polonium, okay. Triamus, was hast du für mich zu bieten? Nichts, okay. Gut, also so gut wie gar nichts gefunden hier. Dann bewegen wir uns nach Joy und werden uns mal um die Biotika kümmern.